Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Heute ist Montag und ja, ich sitze gerade hier. Ich habe gerade dieses Video zu den Augenbrauen und Wimpern gedreht und also fertig gedreht, muss ich sagen. Und was ist heute der Plan? Es ist jetzt 11:30 und ich werde heute zwei Pakete bei der Post holen müssen. Da müssen wir auf jeden Fall hinfahren. Ich bin schon sehr gespannt. Ich hoffe einmal auf meine Shein-Bestellung vom Juni. Ich habe die vor heute. Heute ist es genau ein Monat, dass ich bei Shein bestellt habe. Und die Sachen sind einfach immer noch nicht da. Das ist jetzt genau ein Monat. Und ich hoffe einfach sehr, dass es dieses Paket ist. Und da ist noch ein zweites Paket dabei. Und zwar habe ich bei Amazon meinen SodaStream bestellt, weil ich ihn ja letztens nirgendwo bekommen habe. Und ich hoffe auch, dass das eins davon, also eins der Pakete, das ist sozusagen. Weil ich heute Nacht habe ich mir einen neuen SodaStream gemacht. Und den letzten Sirup, der ist leer gegangen. Von daher, ich habe jetzt hier noch 1,5 Flaschen stehen, aber die halten nicht lange bei mir. Und ich muss heute neuen Vorrat bekommen, sonst wird das nichts mehr. Und wenn es das Paket nicht ist, dann wisst ihr, es ist eine kleine Sucht, das muss ich schon zugeben. Also es ist immer ein ganz ungutes Gefühl, wenn ich sehe, der wird leer. Und wenn dann, ich brauche halt, ich kann Wasser trinken, ich kann Tee trinken. Aber Spezi ist halt so für mich so mein Luxus irgendwie. So meine Fitvia-Tees, die trinke ich halt super gerne dann abends und tagsüber in der Arbeit Wasser. Und wenn ich frei habe, tagsüber, trinke ich den ganzen Tag diesen Spezi. Und das ist halt etwas so, ich brauche das. Und wisst ihr, mein Fitvia-Tee, der ist halt so für Special Moments, so jetzt habe ich so alles getan oder abends, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme und dann so, das ist so was Spezielles. Und weil man könnte ja sagen, wenn du irgendwas mit Geschmack brauchst, trinke doch das. Aber das ist halt so was Besonderes und so trinke ich halt wirklich den ganzen Tag in der Arbeit, trinke ich Wasser und hier zu Hause ist halt den ganzen Tag dann der Spezi angesagt. Und wenn ich den, das ist nur eine kleine Sucht, und wenn ich den nicht bekomme oder habe, dann macht mich ein bisschen nervös. Ja, das ist der Plan und ansonsten bin ich mir noch unsicher, falls das Paket heute nicht dabei ist und auch nicht ankommt, ob ich nochmal zu Kaufland fahren soll oder zu Real, vielleicht eben wieder umsonst. Das wäre halt super ärgerlich. Naja, wir werden sehen, was das heute noch so wird. Aber irgendwie, ich brauche ihn. Ja, und ich muss ein bisschen was einkaufen, denn ich habe mir, das habe ich noch gar nicht erzählt, ich habe jetzt die letzten Tage nicht gevloggt, weil ich wieder arbeiten musste und auch gestern nicht. Von daher, es ist jetzt eine Weile vergangen, es ist nicht viel passiert. Also wenn ich nicht vlogge, passiert auch nichts. Und jetzt ist es so, dass ich mir vor eine Woche, letzte Woche Dienstag, habe ich mich bei Yazio angemeldet. Das ist auch eine App zum Kalorienzählen. Und ich habe ja jetzt immer Lifesum benutzt, aber ich wollte schon länger mal Yazio ausprobieren. Und ich bin halt jetzt so ein bisschen aus dem Ganzen rausgekommen. Also ich bin so ein bisschen schludrig geworden, habe nicht mehr alles so richtig getrackt. Und dann merkt man halt einfach, dann steht das Gewicht. Das kannst du voll vergessen, wenn du nicht so 100% dabei bist, dann klappt es auch nicht. Und ich brauchte irgendwas Neues, wisst ihr. Und ich habe mir jetzt Yazio geholt, einfach mal, um mich da ein bisschen rein zu tüfteln und einfach so ein bisschen was Neues zu haben. Und jetzt ist es so, dass ich mir sogar die Pro-Version geholt habe, weil die kostet im Jahr 19,99 und das finde ich vollkommen okay. Und da sind so tolle Rezepte drin, wirklich. Das spricht mich so an. Ich darf gar nicht zu viel durchschauen, weil ich will gefühlt alles essen und alles ausprobieren. Alles ist so super easy. Und vor allem, wenn du dich, das sind Rezepte, wenn du dich an die Mengenvorgaben hältst, dann bist du auch quasi, dann stehen da direkt auch die Kalorien gleich mit dabei. Sprich, das denkt quasi schon für dich alleine sozusagen. Und ja, von daher will ich da heute auch ein bisschen einkaufen gehen und mir ich habe mir so 3-4 Rezepte rausgesucht, die ich die nächsten Tage mal ausprobieren will und die werde ich dann auch vielleicht hier versuchen in Videos auch zu kochen sozusagen. Und dann muss ich dafür aber heute ein paar Sachen einkaufen
Und das ist heute so der Plan. Und wenn es geht, noch ein Video schneiden. Aber ansonsten stresse ich mich da jetzt nicht. Ich habe jetzt viel vorgedreht letzte Woche und von daher, ja, das ist der Plan für heute. Kleine Maus. Kleine Maus. Immer wenn ich hier an dem Schminktisch bin, dann liegt sie hier oben drauf oder turnt hier einfach rum. Mein Mausikus. Ah ja, und übrigens, was ich noch sagen wollte, ich mache durch Yazio jetzt auch dieses so ein bisschen Intervallfasten. Also sprich, ich esse 16 zu 8, also sprich 16 Stunden faste ich und 8 Stunden esse ich. Immer zwischen, ich lasse quasi Frühstück ausfallen und ich esse immer zwischen 12 und 20 Uhr. Das klappt eigentlich recht gut. Ich versuche halt immer innerhalb von 8 Stunden zu essen. Es ist nicht immer zwischen 12 und 20 Uhr, weil manchmal arbeite ich bis 20 Uhr und bin dann um 8:30 erst zu Hause und bis ich dann esse, dann versuche ich auf jeden Fall das Ganze zwischen 20 und 21 Uhr zu schaffen oder oft trinke ich dann morgens einfach viel und fange dann ab 13 Uhr erst zu essen an und von daher, ich tue mich leichter später anzufangen zu essen. Ich bin zwar eigentlich auch ein Frühstücksmensch, sprich ich mache die Augen auf und könnte schon essen, aber ja, es ist ja auch nicht leicht. Wenn es leicht wäre, dann wäre es ja nicht abnehmen. Abnehmen ist halt nicht leicht und von daher, ja, das mache ich auch noch so. Und wie gesagt, manchmal klappt es besser, manchmal nicht so gut. Aber überwiegend natürlich Kalorien zählen. Und dadurch habe ich aber jetzt schon in einer Woche 1 Kilo abgenommen. Endlich. Ich habe endlich mal wieder eine Zahl auf der Waage gehabt heute, die ich schon vor Corona das letzte Mal hatte. Und ich bin sehr froh darüber. So Leute, es ist jetzt ein bisschen später und wie man sehen kann, ich habe mich jetzt noch ganz normal geschminkt. Also ich habe jetzt meinen Eyeliner gemacht und habe den Lippenstift abgenommen. Ich hatte keine Lust mehr auf Lippenstift, von daher habe ich den jetzt runtergemacht. Und ich wollte mich halt unbedingt mit meinem Eyeliner sehen. Eigentlich dachte ich, ich lasse es heute so und mache den halt dann morgen. Aber ich konnte es nicht lassen und musste mir jetzt noch meinen Eyeliner machen und das Ganze sieht so aus. Und mit meinen, also so mit dem Eyeliner finde ich natürlich mit in Kombination mit Augenbrauen finde ich das alles ganz gut. Aber mir ist gerade aufgefallen mit den Wimpern, also das ist jetzt wieder so ein Minuspunkt, aber der betrifft nur mich persönlich, was die Wimpern betrifft. Die sind halt jetzt so krass nach oben, dass ich meine Fake-Wimpern fast nicht mehr drauf bekomme. Und ich habe ja schon gesagt, dass wenn mein Eyeliner gemacht ist, dann sieht man die Wimpern nicht, weil die nicht so lange sind, meine eigenen. Auch wenn die jetzt echt krass nach oben stehen, man sieht sie trotzdem nicht, weil der Eyeliner so dick ist. Man könnte auch den Eyeliner dünner machen, aber egal. Der hat Priorität. Und jetzt wollte ich halt, wenn man die dann nicht gesehen hat, wollte ich halt, oder habe ich jetzt, meine künstlichen Wimpern drauf gemacht, aber ich habe die fast nicht drauf bekommen, weil meine eigenen Wimpern halt so krass nach oben stehen, dass ich die fast nicht da reinbekommen habe. Das war jetzt ein bisschen schwierig, aber ansonsten, ja, bin ich jetzt erstmal ready und ich habe jetzt die ganze Zeit Fotos gemacht und jetzt gerade noch ein Video geschnitten, welches heute online kommt, weil ich wollte das, was ich gestern gemacht habe, wo ich die Augenbrauen gefärbt und die Wimpern gemacht habe, wollte ich heute direkt hochladen und das speichert jetzt gerade und jetzt ist es kurz vor 4 und in einer halben Stunde fahre ich dann mit dem Bus zur Post und hole da 2 Pakete und gehe dann noch kurz einkaufen. Ich gebe euch schon mal so eine kleine Vorschau. Wer meine letzte mein letztes Shein-Video gesehen hat, diesen Summer Sale, wo Chantal sich ja dieses Outfit ausgesucht hat, das ist die gleiche Hose. Ich habe ja gesagt, ich will mir das Outfit auch bestellen. Allerdings habe ich mir diese Hose hier ausgesucht. Die ist auch ganz süß mit diesem Blau und Pink. Aber ich glaube, die passt so gut. Ich hole mir die auch noch in dem Lila, wie Chantal sie sich ausgesucht hat. Aber die gibt es eben, wie ich schon gesagt habe, in verschiedenen Farben und unter anderem eben in diesem Lila mit Weiß und jetzt habe ich hier Pink und Blau.
Leute, die Sachen sind wieder so schwer, vor allem, weil hier in den Paketen, also Shein ist leider nicht mit dabei, aber mein Soda-Stream ist angekommen, wo ich ganz froh bin drüber. Und es ist so schwer. Da sind 5 Soda-Stream-Flaschen drin. Und mein Einkauf. Normalerweise nehme ich ja nie einen Wagen, einen Einkaufswagen, weil ich dann immer nicht abschätzen kann, ob ich es noch tragen kann. Aber ich habe heute Einkaufswagen benutzt und jetzt ist es dementsprechend schwer. Und ich habe mir das hier gekauft, weil das ist noch drinnen heute, nachdem ich noch gar nichts gegessen habe. Shit, das werde ich jetzt essen, bis mein Bus gleich kommt. Gott. So Leute, ich bin wieder zu Hause und ich habe mich gerade wieder wie blöd geschleppt. Ich bin froh, dass ich jetzt alles nach Hause bekommen habe. Meine Shein-Bestellung war leider nicht mit dabei. Leider. Aber mein Soda-Stream ist angekommen. Ich habe, bevor ich losgefahren bin, mein letztes Glas getrunken und ich bin froh, dass es jetzt wieder, dass der jetzt da ist. Aber ich zeige euch jetzt noch, was ich sonst so gekauft habe. Eine Gurke. Dann habe ich ein Rezept gesehen für, ich glaube, das war so ein Blumenkohlauflauf. Und da habe ich Blumenkohl gekauft. Dann habe ich mir noch einen Salat mitgenommen. Und noch ein Rezept hatte ich, das war so Zucchini-Pizza irgendwas. Da gab es dann, da musste ich, also da gehört quasi Käse halt drauf. Und ich habe mir den hier genommen, weil ich finde, die großen Packungen, die verbraucht man immer nicht. Von daher, das war ein bisschen kleiner. Dann haben wir noch Mais. Dann habe ich hier einmal Eier gekauft. Und wir haben Paprika. 4 Stück. Dann habe ich jetzt 3-mal Zucchini wieder gekauft. Einen Spinat. Essig, weil ich letztens gesehen habe, dass der schon ziemlich zu Ende geht. Nochmal Salami. Dann habe ich den hier gesehen. Ich habe ja immer diesen Grieß und den Schokopudding und jetzt hatten die auch den Vanille, von daher habe ich mir den auch mal mitgenommen, bin schon sehr gespannt. Dann habe ich hier einen Feta, so Tomaten, einmal Hirse, habe ich auch ein Rezept zugefunden. Dann haben wir eine Süßkartoffel. Dann mache ich mir ab und zu, nicht immer, aber ab und zu mache ich mir gerne mal Thunfisch in meinen, so einen Thunfischsalat sozusagen. Und dafür habe ich den gekauft. Dann haben wir hier von Valais diese Cordon Bleu, die sind sehr, sehr lecker. Genauso wie diese Crispy Sticks, die sind auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich hier noch Tomaten. Und dann habe ich mir hier noch Bueno geholt, und zwar die weißen Bueno. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich glaube, die sind geil. Und wie ihr gerade gesehen habt, habe ich mir ein Eis gekauft. Dieses Magnum Classic, das geht immer. Und ja, jetzt werde ich das erstmal alles wegräumen. Dann mal gucken. Ja, mach die gleich. Ich wasch. So Leute, ich habe mich jetzt entschieden, dass es einen Blumenkohlauflauf geben wird und dafür habe ich hier meinen Blumenkohl. Dafür, also wir brauchen Blumenkohl, natürlich diverse Gewürze, Milch muss ich gleich noch rausstellen, dann brauchen wir Eier, Senf und Käse. Und ich habe mich aber entschieden, ich mache auch noch rein eine Tomate, ein bisschen Zucchini und den Rest von dem Mais hier. Und als Milch benutze ich hier die Soja Light von Alpro und ich habe mir hier noch Salat und eine Paprika hingelegt, weil ich mache mir noch einen kleinen Salat dazu, weil der muss weg. Und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal nach Anleitung von Yazio. So, ich habe jetzt hier einmal 3 Eier reingemacht, in der Anleitung stehen 4, ich habe jetzt nur 3 gemacht. 150 ml von der Sojamilch und 20 Gramm Senf und ich habe es noch gewürzt mit Salz, Pfeffer, Bruschetta Gewürz und ein bisschen Curry. Und das wird dann quasi so diese Soße, die nachher drüber kommt. Am Herd steht jetzt schon ein Topf mit Wasser, der muss jetzt gleich kochen. Und da muss ich dann so für 4 Minuten den Brokkoli reinlegen.
Ich habe jetzt hier Zucchini und Tomaten schon mal geschnitten. Ja, mein Lieb. Immer wenn ich was zu essen mache, dann denkt sie, sie kriegt jetzt auch gleich was. Sie kriegt auch gleich was, aber sie... Oh nein! Du Arme! Bist du so arm? Oh mein. Genau, hier steht der Mais, Zucchini und Tomaten. Und hier ist jetzt, es sind übrigens 750 Gramm. Ich kann euch die Angaben unten mal in die Infobox schreiben. Also es sind 750 Gramm Blumenkohl. Ich schreibe euch einfach die ganzen Angaben unten in die Infobox. Das ist eigentlich am einfachsten. Genau. Und der ist jetzt hier drin. Der muss jetzt so 4 Minuten in diesem Wasser bleiben. Das ist gleich um. So, ich habe jetzt schon mal den Ofen vorgeheizt. Dann habe ich jetzt den Blumenkohl rausgemacht aus dem Wasser und in diese Auflaufform getan. Und darüber die ich habe jetzt die Paprika hier reingemacht, weil ich habe beschlossen, ich mache keinen Salat mehr. Ich habe keine Lust mehr. Und habe die Paprika jetzt einfach hier reingemacht, die Tomaten drüber, die Zucchini. Das habe ich jetzt nicht abgewogen, weil diese Tomate, dieses 2 Stücke Paprika und diese, keine Ahnung, 1/3 von so einer kleinen Zucchini, das macht es jetzt auch nicht mehr schlimm. Und habe das jetzt drüber verteilt und jetzt muss hier diese Soße drüber. Und dann muss jetzt hier 150 Gramm Käse drüber. Sprich, das ist perfekt, das ist diese ganze Packung. So, und dann darf das jetzt in den Ofen. So Leute, der Auflauf ist jetzt wie gesagt im Ofen und jetzt hat Chantal mir geschrieben, die kommt jetzt gleich noch vorbei. Und ich weiß nicht, ob sie auch was mag, aber ich denke, die kommt jetzt gleich noch. Ich werde euch aber nachher auf jeden Fall gleich noch das Endergebnis zeigen und euch berichten, ob es gut war, wie es geschmeckt hat. So Leute, es ist fertig. Es ist jetzt 25 Minuten im Ofen gewesen und oh mein Gott, wenn ihr das jetzt riechen könntet, wow. So, so sieht das fertige Essen aus. Oh Gott, ich freue mich jetzt schon so drauf, das zu essen. Wow, amazing. Fazit, ich bin jetzt fertig. Ich habe, mir ist es schon als ich das zubereitet habe, so krass viel vorgekommen. Ich habe jetzt die Hälfte von dieser Auflaufform gegessen. Das war nämlich für 2 Portionen. Und ich fand es sogar, also, wie soll ich sagen, ich finde, das sind sogar eher 4 Portionen. Also ich habe quasi jetzt die Hälfte der Auflaufform gegessen. Eine Hälfte der Auflaufform hat 650 Kalorien ungefähr. Also die Angaben unten sind für 2 Portionen und die Hälfte davon hat 650 Kalorien und davon bin ich jetzt richtig krass satt geworden. Und ich hätte es eher noch in 4 sogar aufgeteilt. Es wären 4 Teller und es ist aber nicht schlimm. Also ich werde mir das auf jeden Fall für morgen aufheben. Und ja, wie gesagt, Chantal kommt jetzt gleich zu mir. Ich habe jetzt schon gegessen und ich werde morgen übrigens zu meiner Mama fahren. Da nehme ich euch auch mit, einfach den Tag über. Und ja, da muss ich dann früh aufstehen. Und jetzt werde ich aber erstmal dieses Video beenden. Und danke euch an der Stelle fürs Einschalten. Hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und tschüss.